So, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen bei Mojo Brunch. Wie jede Woche, Sonntag, 11 Uhr, startet der Brunch. Heute mit Julian Hanses, Profi-Rennfahrer. Ganz spannend, weil ich bin auch jetzt nicht so tief im Thema Rennsport drin, ne? Und ich freue mich deswegen umso mehr, da ein bisschen was von zu erfahren, auch wie das Training rundherum aussieht und was du auch im Bereich Ernährung machst, weil das ist das, was wir heute so ein bisschen besprechen wollen. Aber fang mal an, erzähl doch einfach mal, was so den Profi-Rennsport oder generell den Rennsport so faszinierend für dich macht. Also warum ist es geil, schnell Auto zu fahren? Also es gibt sehr viele Dinge, die mich im Rennsport faszinieren. Es ist einmal im Rennen der Mann-gegen-Mann-Kampf, der geil ist. Dann das Auto wirklich am Limit zu bewegen. Es ist schwierig zu beschreiben, aber wenn man im Auto sitzt, dann vergisst man komplett die Welt, die drumherum ist. So alles, was die normalen Alltagsprobleme oder andere Dinge, die sind komplett weg. Der Adrenalinrausch ist wirklich komplett da. Was auch gerade nach dem Rennen, diesen Adrenalinkick, der ist, du fühlst dich echt bulletproof danach. Als ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ne? Das sind so die Hauptpunkte, die mich faszinieren. Ja. Halt auch die Geschwindigkeit. Ja, du hast ja dann irgendwann als Kind wahrscheinlich ja angefangen und deine ersten Erfahrungen zusammen, wahrscheinlich auch Kart oder so. Ich weiß ja nicht genau, wie dein Einstiegsweg war. Hat es da sofort schon so gekribbelt oder hast du auch andere Sachen, andere Sportarten ausprobiert? Und was war dann das letztendlich das, was du, wo du gesagt hast, okay, Rennsport ist genau das Richtige für mich? Ich habe extrem viel Sportarten schon, glaube ich, durch. Es hat angefangen mit Judo, dann ging es weiter mit Schwimmen, dann habe ich Fußball gespielt und ja, dann kam es dazu, dass wir mal im Urlaub waren, mit meinem Mom, Papa und meinem Bruder. Und dann sind wir Leihkart gefahren, so wie es halt ist, so der typische Werdegang Leihkart gefahren. Und das hat mega Spaß gemacht und danach ging es in jedem Urlaub nur darum, den Urlaub zu buchen, wenn in der Nähe eine Kartbahn war. Und ja, mein Bruder ist auch gefahren, wir haben uns dann immer gegenseitig schon die ersten Wettkämpfe geliefert, sage ich jetzt mal. Und irgendwann kam es dann dazu, dass wir unser eigenes Kart gekauft haben und auf Rennstrecken gefahren sind. Und ja, von da an wurde das immer professioneller, dass wir auch richtige Rennen mitgefahren sind. Und ja, dann wurde der Zeitaufwand so groß, weil jedes Wochenende bist du dann auf der Rennstrecke, war es dann am Ende so. Und klar, wenn du Fußball spielst, am Wochenende sind immer die Spiele, also da verpasst du jedes Spiel. Und dann ist die Mannschaft dann auch pisst, wenn du dann immer nie erscheinst. Und ja, dann habe ich mich entschieden, nur für Motorsport da zu sein. Dann bin ich noch Motocross nebenbei gefahren, aber das musste ich dann auffallen lassen, weil es halt so viel Zeit aufwand war mit dem Kartfahren. Ja, und von da an ging es dann weiter, dass ich die deutsche Kartmeisterschaft dann gewonnen habe, 2014 in meiner Klasse X30. Und ja, dann ging es weiter mit Formel 4, Einstieg in der Formel 4. Und erstes Jahr war ein Lehrjahr, zweites Jahr habe ich dann schon einen guten Job gemacht, dass ich die Möglichkeit hatte, in der Formel 3 zu starten. Dort bin ich auch dann 2 Jahre gefahren. Letztes Jahr dann den Wechsel gemacht in Porsche. Und dieses Jahr werde ich im Porsche Carrera Cup starten. Ja. Die Saison dann endlich losgeht. Ja. Also das war jetzt mein Laufbahn. Kurzer Abriss. Ja, mega interessant, weil ich glaube, dass diese vielfältige Ausbildung, dass du schon alles mögliche ausprobiert hast, hilft dir wahrscheinlich ja trotzdem auch weiter. Also es ist ja, man kann, wenn du schon sagst, es ist ja nicht nur dieser Aspekt von, ich will jetzt schnell, möglichst schnell fahren, sondern du musst auch schon das Mindset haben, jemand anderen schlagen zu wollen. Ne? Also ich glaube, wenn du das nicht hast, dann ist halt Rennsport auch schwierig zu betreiben. Ja, das auch in jeder Sportart, dass du den anderen schlagen willst. Genau. Du willst und mal so selber zeigen, ja. You're the man. Ja, und wenn du das halt aber auch nicht kennengelernt hast so, dann, und fährst dann, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nur mal eben so Kart, ne? Also probierst das mal aus mit deinem Bruder und deinem Papa. Wenn du halt vorher noch nicht so die anderen Sportarten wirklich auch wettkampfmäßig betrieben hast, dann kommt man wahrscheinlich auch nicht auf die Idee, irgendwann Profi-Rennfahrer zu werden, sondern man hat schon dieses Mindset, ist halt breit ausgebildet in verschiedenen Bewegungen auch und fokussiert sich dann einfach nur darauf, was man dann am Ende auch wahrscheinlich am besten kann und was am meisten Spaß macht. Absolut, auch gerade was die Leidenschaft ist, so wofür hast du eine Passion, das muss man halt selber, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch hat so seine eigenen Skills, wo drin er Pro ist, sage ich jetzt mal. Und wofür er gerne arbeitet und das muss man rausfinden. Ich habe es zum Glück
relativ früh, ich glaube, ich war damals 7 oder 6, wo ich das rausgefunden habe. Aber so mit 8, dann war es dann halt wirklich dieser One-Way. Ja, das ist ja schon sehr früh, ne? Aber man braucht es wahrscheinlich auch, weil sonst wärst du wahrscheinlich jetzt auch nicht da, wo du jetzt bist, wenn du das nicht dann schon da so früh erkannt hättest, weil es ist ja schon, muss ja schon viel Training auch und viel investieren, damit man überhaupt da in die Position kommt, wo du jetzt dann halt bist, ne? Also absolut, also das Ding ist auch im Motorsport, und ich denke auch, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Sportarten, wie es ist, aber im Motorsport ist es so, dass du mit 7 oder 8 anfangen musst, spätestens schon im Kart zu sitzen, Meisterschaften, Rennen zu fahren, weil diese Kartzeit, die lehrt dir schon so viel mit Zweikämpfen, wie du damit umzugehen hast, mit Competition, wie du mit deinem Mindset umgehst, wenn du ins Qualifying gehst, das ist alles Stress im Rennen. Umso früher du es lernst, umso einfacher tust du dich. Ich habe auch Leute, die mich fragen, wie komme ich, die sind zum Beispiel jetzt 18 und sagen zu mir, wie werde ich Rennen fahren? Ich sage, to be honest, there's no way, also kein Weg, dass du es professionell noch schaffst. Ja. Weil auch im Motorsport wird es so, wie in anderen Sportarten auch, dass die Athleten immer jünger, jünger, jünger werden. Ja, das ist ja auch, glaube ich, so eine Sache, wenn, ich weiß nicht, wann du an dem Punkt warst, ich glaube, es ist auch ganz spannend, das mal zu erörtern, wann du so das erste Mal bewusst wahrgenommen hast, okay, das ist jetzt nicht nur das mache ich nicht nur zum Spaß, sondern das ist auch das, was ich beruflich machen will, womit ich auch im Zweifel ja dann irgendwann Geld verdienen und, was weiß ich, meine Lebensträume erfüllen will. Und das kannst du ja, ich glaube, man kann das nicht, wenn man das nicht vorher einfach schon so das ganze Gefühl entwickelt hat zum Rennfahren, ne? Wie du schon gesagt hast gerade. Wenn du mit 18 dann anfängst und du hast schon, dann trifft man ja, ich sag mal, viele nur noch bewusste Entscheidungen, nicht so unterbewusst, weil man es einfach gerade so fühlt, dass man es so macht, ne? Sondern man erklärt sich ja viel mehr Dinge über Sprache und über sein eigenes Bewusstsein und über das, wie man Sachen begründet, als wenn du jetzt 8 bist und einfach drauf losfährst. Und dann machst du dir auch keine Gedanken wahrscheinlich darüber, was Konsequenzen sein könnte, wenn es mal nicht gut geht, wenn du durch die Kurve fährst. Ne? Ich glaube, wenn du das mit 18 machst, das ist so was ganz anderes. Wann war denn bei dir so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt nicht nur Spaß und ich fahre, sitze jetzt nicht nur im Kart, sondern da zu dem Profitum gehört halt noch viel mehr und ich musste noch ganz andere Sachen mit einbeziehen in diesen Job des Rennfahrers. Ich sag mal so, in der Kartzeit, es war am Anfang halt noch so ein Hobby, aber so ein Hobby, wo ich gesagt habe, das wird mich mein Leben begleiten. Aber wie ich dann den Wechsel in die Formel 4 gemacht habe, wusste ich, weil die Investments auch höher werden, musste mich entscheiden, so welchen Weg willst du gehen? Willst du es hobbymäßig machen oder willst du es wirklich als Beruf umsetzen? Und da war für mich klar, als Beruf. Ja. Wie alt warst du da ungefähr, als du so das Gefühl hattest, okay, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, also ich muss nicht nur im Auto sitzen und schnell fahren, sondern ich muss auch gucken, was ich esse, ich muss gucken, wie ich schlafe, ich muss gucken, dass ich mich sonst körperlich halt aufs beste Level bringe. Wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das gehört auch alles dazu. Und wie alt warst du da ungefähr? Also ich war 18, als ich gesagt habe, ich möchte das professionell machen. Dann war der Einstieg in die Formel 4. Und dann hatte ich in der Formel 4 im ersten Lehrjahr wirklich ein Jahr, wo ich echt von der Performance nicht stark war. Und da habe ich mich nach der Saison in allen Richtungen, egal was, ob mental, Fitness, Ernährung, in allen möglichen Simulationen, wollte ich mich aufs nächste Level bringen, weil ich dachte, so ein Jahr machst du nicht nochmal. Das, was du jetzt durch hast, du kommst nächstes Jahr wieder auf ein ganz anderem Level. Ah. Und so kam auch der Kontakt zum Gerrit. Ah. Dadurch kam das. Ja. Der hat mir auch auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei geholfen, auch vom Mindset her. Und ja, das war so, da war ich 19. 2017 war das Jahr dann schon, wo ich mich komplett neu aufgestellt habe. Ah. Jetzt bist du ja quasi mittendrin im Prozess. Wenn du sagst, 2017 ist ja 3 Jahre, jetzt bist du, ich sag mal, jetzt läuft, wahrscheinlich bist du jetzt, wo du so an einem Punkt, würde ich mal einschätzen, wo du sagst, jetzt läuft es in die Richtung, oder ich weiß ungefähr, was ich zu tun habe, jede Woche, aber am Anfang ist es natürlich so, okay, wenn jetzt, womit fängt man an? Ne? Also wenn du jetzt 2017 die Entscheidung getroffen hast, das reicht mir nicht, meine Performance ist nicht gut genug, ich will besser werden. Was war denn das Erste, worüber du dann nachgedacht hast? Also was war wo hast du das gedacht? Okay, Ernährung ist jetzt das Wichtigste oder Training oder vielleicht Schlaf, vielleicht Nahrungsergänzungsmittel oder so. Was war so dein Einstiegsweg in das ganze Performance-Thema dann? Also ich würde sagen, von allem etwas. Also die Performance, die ich da hatte in dem Jahr davor, die war jetzt nicht komplett miserabel, aber
die Leistungsdichte in diesen hochklassifizierten Rennserien, die ist halt echt extrem eng. So, und es müssen ja nur ein paar Prozent fehlen in jedem einzelnen Topic, die dich auf einmal einen Schritt nach vorne bringen. Und ich denke, es war von allem etwas. Ja. Also es war auch so, dass ich ein bisschen lazy war, um ehrlich zu sein. Sehr lazy. Und wenn du jetzt zum Beispiel Sport, einen Fitnesstrainer hast, der dich ständig in den Arsch tritt, sage ich jetzt mal bei der Session, dann bist du zu Hause auch viel fokussierter, wenn du zurückkommst, dass du besser performst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel die nächsten Wochen planst und du solltest besser werden von deiner Performance für Woche und die Trainings werden auch Woche für Woche halt immer härter, weil du auch besser wirst. Und wenn du dich nicht weiterentwickelst in den Wochen, werden die Trainings auch wieder schwerer. So, das heißt, so ein Zyklus, das wird immer, die Einheiten werden immer härter dann, wenn du lazy bist, sag ich jetzt mal. So, und irgendwann merkst du halt, wenn du so den ersten Success hast, jetzt sei es sportlich oder ernährungstechnisch, wenn du den ersten Erfolg hast, macht das alles auch halt viel mehr Spaß und du entwickelst dich viel, viel schneller weiter. Ja. Und du wirst halt nicht mehr so in den Arsch getreten. Ich sag mal, da gibt es nicht so brutale Finisher. Wenn ein Fitnesstrainer merkt, so, du bist lazy, dann... Dann tut es mehr weh. Ja. Aber es ist interessant, mega, mega spannend, wenn du sagst, du wirst besser, aber es wird trotzdem härter. Mhm. Ne? Weil so, die allgemeine Meinung ist ja eher so, ja, wenn ich jetzt, je mehr ich trainiere, desto fitter werde ich, dann muss es ja eigentlich leichter werden. Aber eigentlich ist es das ja nicht. Ne? Also es gibt ja immer was immer noch viel härter sein kann als das, was man gerade kann. Ne? Man muss es halt immer nur anpassen auf das, wo bin ich gerade und wo will ich eigentlich hin? Ja, ja. Ne? Und wie viele Schritte liegen dazwischen, ne? Dass ich da halt hinkomme. Aber es wird halt eigentlich nie leichter. Ja. So, es macht vielleicht irgendwann mehr Spaß, weil ich mehr merke, dass ich mehr Erfolge habe, aber an sich ist das Training immer noch hart. Absolut, da gebe ich dir recht. Also ja. Das ist auch komplett der Mindset, den ich habe. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich front squatte diese Woche 90 Kilogramm, so, dann sollte nicht der Erfolg sein in 4 Wochen, dass ich jetzt in 4 Wochen diese, sag ich jetzt mal, 5 Wiederholungen mit 90 Kilo, dass ich in 5 Wochen die 5 Wiederholungen mit 90 Kilo easy dann mache. Das ist ja, da hast du ja keinen richtigen Progress. Du bist zwar besser geworden, aber du bist irgendwie an diesem Punkt stehen geblieben. Ja. So, das ist nicht mein Ziel. So, ich möchte aus dem Punkt hin, also weiter heraus und besser werden. Ja. Und ich denke, das ist jeder professionelle Athlet hat diesen Mindset. Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, das, was die Athleten dann, die professionellen Athleten von den Hobbysportlern auch in gewisser Weise unterscheiden können. Ne? Ja. So. Und klar, manche haben das auch als Hobbysportler, aber die haben dann vielleicht nicht die Möglichkeiten, sei es finanziell oder zeitlich oder was auch immer, dann den Sport dann beruflich zu machen. Aber ich glaube, dieses Mindset ist dann schon das, was die Top-Athleten auch von den anderen unterscheidet. Ne? Absolut. Gerade auch bestes Beispiel im Ausdauersport, jetzt, sei es mit Radfahren oder sei es im Laufen, dass die Leute sagen, oh, ich bin 10 Kilometer gelaufen. Ich schaffe jetzt jede Woche 10 Kilometer zu laufen. Hey, good stuff, aber wo ist der, so der Progress, weißt du? Entweder du schaffst länger zu laufen oder du schaffst es in einer kürzeren Zeit zu laufen. So, das ist der Progress. Ja. Ja, ist so. Das ist eigentlich total simpel, aber so genau so ist es. Ne? Es macht dich nicht mehr besser, wenn du 6 Wochen am Stück immer die gleiche Zeit und die gleichen Kilometer läufst. Absolut. Macht es dich nicht besser. Nimm uns doch einfach ein bisschen mit mal in deinen Trainingsprozess. Also du kannst ja mal kurz beschreiben, wie so eine Saison bei dir aussieht. Ich meine, dieses Jahr wird es wahrscheinlich sehr besonders sein. Ne? Also ist ja nicht ansatzweise eine normale Saison in den besonderen Zeiten, die wir gerade haben. Aber wie würde so ein normaler Saisonaufbau aussehen? Was hast du denn da so für Schwerpunkte in deinem, sagen wir mal, sportartspezifischen Training, ne? Also wo du wirklich auch Testfahrten oder was hast? Und wie sieht dann so ein Athletiktraining oder körperliches Training dann für dich aus in den verschiedenen Phasen, also sagen wir mal in der Off-Season und dann nochmal, aber In-Season dann auch nochmal? Ja, normal geht die Saison so bis zum September und startet dann wieder im April etwa rum. Aber im Winter gibt es halt die Möglichkeiten, im Mittleren Osten zum Beispiel Rennen zu fahren oder so, dass du einfach so im Modus bleibst. Weil das ist halt schon eine lange Zeit, die du dann nicht im Auto sitzt.
Und gerade als Fahrer, wenn du jetzt Rookie bist oder so und dich weiterentwickeln willst, ist im Winter die beste Möglichkeit. Für mich jetzt, wie für dieses Jahr im Carrera Cup, bin ich auch im Mittleren Osten mitgefahren in einer Porsche-Serie und konnte sehr viel lernen und bin trotzdem so gesehen Rookie jetzt im deutschen Carrera Cup. Das hat auf jeden Fall viel geholfen. Aber die Off-Season ist immer schwierig im Motorsport, weil du denkst, okay, ich bin Off-Season, jetzt voller Fokus auf Training. So, wenn du dann halt Off-Season bist, dann bist du halt auch mehr, um, sag ich jetzt mal, schneller Progress zu machen. So, da achtest du jetzt nicht darauf, die ganze Zeit strikt Diet vom Bodyfat zu sein. So, und auf einmal kommt ein Anruf und sagt, ja, wir testen nächste Woche oder jetzt fahren wir das Rennen hier im Mittleren Osten mit. So, und du, also bei mir ist das so, weil ich auch relativ groß bin und Bodyweight sehr, sehr wichtig ist im Motorsport, ist das nicht bei mir so, dass ich sage, okay, ich kann jetzt balken, ich kann jetzt Off-Season richtig Progress machen, weil ich muss halt immer noch aufpassen, dass mein Körpergewicht noch in Ordnung bleibt. Ja. Aber so generell ist das Ziel in der Off-Season mehr Kraft auszubauen in den Beinen, dass der einen sehr stabilen Core zu kriegen, Explosivität in den Beinen, weil wir müssen das Bremspedal in der Kurve so 80, 90 Kilo drücken und das explosiv und auch halten können. Und halt generell Schulter, Unterarme, Nacken sind sehr wichtig auszubauen. Ja. Und dann hast du ja schon gesagt, du hast einen Trainer, der das wahrscheinlich dann plant für dich in dem Bereich. Wie viele Einheiten machst du dann in der Woche, wenn du Off-Season hast? Und was machst du dann vielleicht auch, wenn es Richtung In-Season geht? Wie ändert sich der Trainingsplan dann also von der Frequenz, aber auch von den Inhalten her? Also normalerweise habe ich so 10 bis 11 Einheiten die Woche. Und wenn es In-Season geht, nehmen wir ein bisschen Volumen raus und einfach nur, um nicht zu überlasten oder Gefahr zu laufen, irgendwie Verletzungen zuzuführen oder sowas. Halt Off-Season viel mehr Volumen. Ja. Weil wir auch da keine Angst haben vor Muskelkater oder Erschöpftheit. Ja, und dann sind die 10, 11 Einheiten dann alles Krafttrainingseinheiten oder hast du dann auch, weiß ich nicht, Schnelligkeit oder ausdauermäßige Einheiten oder auch mal, sagen wir mal, Richtung Yoga oder irgendwelche in die Richtung oder wie sind so deine Trainingsschwerpunkte dann? Klar, auch Ausdauertraining, sei es Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen, Rudern, die gehören auch dazu. Also das meiste immer morgens Ausdauer und nachmittags die Krafteinheit. Ja. Ja, und im Prinzip ist es viel, du hast schon immer einen größeren Anteil an unspezifischem Training dann quasi, ne? Also weil du hast ja dann, wenn du sagen wir mal willst, du gerade im Ausdauerbereich belastest du dich auf unterschiedliche Art und Weise, ist jetzt nicht wie ein Läufer, der dann nur läuft, ne? So, sondern du hast ja schon vielfältige Belastung, weil es ja in deinem Sport dann wahrscheinlich auch eine Grundlagenausdauer gefragt ist, die jetzt anders ist als in anderen Sportarten. Ne? Ja, absolut. Also die Motorsport-Sportart ist eigentlich nie so, dass sie von der Herzfrequenz so extrem hoch geht, aber es ist so bei 155, würde ich jetzt mal sagen, im Auto. Aber das Problem ist, im Porsche jetzt zum Beispiel, wo ich fahre, du startest das Rennen und der Porsche hat so gesehen keine richtigen Lufteinlässe. Und du, irgendwann, dieser Sauerstoff, der im Auto ist, wird immer weniger. Und das Auto hat im Cockpit so um die 60 Grad. Und deswegen musst du schon gut trainiert sein, um das abzukönnen. Ja, das heißt, dein Flüssigkeitshaushalt und die Funktionsweise deines Körpers, Flüssigkeit dahin zu bringen, wo sie hin soll, in dem richtigen Moment, ist ja schon entscheidend, ne? Absolut. Das heißt, machst du da auch speziellere Trainingsformen, was dann sowas angeht? Also, weiß ich nicht, unter Hitze auch zu trainieren oder besonders dann mal Mittagszeit oder mit zusätzlichen Klamotten an oder sowas Besonderes oder sieht es dann eher so, ist mal normal aus, wie sich die Leute Ausdauertraining dann halt auch vorstellen? Nee, es ist auch so, dass wir uns, dass ich einen dicken Sweater und sowas trainiere, also mit Thermosachen, um einfach diese Temperatur hitzebeständig dagegen zu sein oder sehr viel in der Sauna zu sein, sich einfach nur, dass man sich, sag ich mal, mehr wohlfühlt mit der Wärme, anstatt die als Feind zu sehen. Ja, ja. Es muss komfortabel werden in dieser Situation, obwohl sie eigentlich völlig unkomfortabel ist. Ne? Ja. Also ich glaube, das würden ja wahrscheinlich die normale Menschen wie ich jetzt, wenn ich jetzt mich in so ein Cockpit setzen würde und würde dann unter dem Stress von so einer, also ich würde ja dann wahrscheinlich halb so schnell fahren wie du, wenn überhaupt.
Und dann würde ich wahrscheinlich auch nur eine Minute aushalten, weil es einfach bei 60 Grad ist halt noch was anderes, als wenn man normal Auto fährt. Ne? Ja, absolut. Also es ist schon tough. Es ist wirklich tough im Auto. Aber wenn du das Ding ist, die schlimmste Runde ist immer die Runde, wenn das Rennen vorbei ist und du in die Box fährst. Das ist immer die schlimmste Runde. Dann merkst du erst, oh, der Arm zieht oder die Schulter oder der Nacken ist Mause oder sowas. Ja. Das merkst du dann erst. Oder du merkst so, oh, Flüssigkeitsmangel oder sowas. Aber wenn du die ganze Zeit komplett im Modus bist und komplett unter Adrenalin, merkst du das gar nicht mehr. Ja, weißt du, wie lange dauert bei dir so ein Rennen, wenn du jetzt Porsche Supercup fährst? Was ist das für eine Distanz dann? Also das reine Rennen sind 30 Minuten, aber vorher müssen wir noch in die Boxengasse fahren. Von der Boxengasse die Einführungsrunde, die Formationsrunde. Ich glaube, insgesamt sitzt du so 50 Minuten im Auto. Okay, und überträgt das sich dann in irgendeiner Form auch in dein Ausdauertraining? Also bist du dann auch in diesem Range unterwegs, wenn du jetzt, sagen wir mal, Rad fährst, läufst oder so? Oder machst du auch Intervalle oder hast du quasi, wie wird das angepasst auf deine Rennbelastung, die du dann hast? Also was wird dann vorher vorbereitet quasi? Wie sieht das bei dir aus? Also ich trainiere meist über die Dauer des Rennens hinaus, weil ich grundsätzlich denke, ich stelle mir vor, was ist, wenn mal ein Team anruft und sagt, ey, pass mal auf, fahr mal das 4-Stunden-Rennen hier mit oder fahr mal ein 24-Stunden-Rennen mit, dann reicht dir nicht jetzt gleich mal Ausdauer für eine halbe Stunde oder 50 Minuten. So, das muss schon darüber hinausgehen dann. Deswegen trainiere ich eigentlich so gesehen härter, als ich müsste, einfach nur, um besser vorbereitet zu sein, falls mal. Ja, für die nächste Stufe, ja, quasi. Ja, wo du gar nicht weißt, welcher das dann sein wird, aber es ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Generell ist es auch einfacher. Also wenn dein Körper härteres gewöhnt ist, sage ich jetzt mal, kommt dieses Fahren halt dir. Ja, dann hast du auch Kapazitäten frei für das, was im Rennen dann vielleicht entscheidender ist, als sich darüber Gedanken zu machen, dass ich gerade erschöpft bin. Ne? So, exakt, du kannst halt mehr auf die Rennsituation reagieren und was hast halt den Kopf dann oder den Fokus dann halt bei den Aufgaben, die dann fürs Rennen wichtig sind. Ja, es gibt Fahrer bei uns im Feld, die sind wirklich komplett unsportlich, sind aber sackschnell, muss man sagen. Aber das Ding ist, die sind nur so lange schnell, solange alles so funktioniert. So, wenn Zweikämpfe im Rennen kommen oder so, oder du, ja, gerade durch einen Zweikampf, Adrenalin geht komplett zum Maximum, so übelst viel Stress und dann hast du ja im Rennen die ganze Zeit die Kämpfe und da sind die meist die einknicken, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Ja. Weil dein Herz geht so in den Rev-Limiter, wenn es da im Zweikampf kommt. Das ist wirklich brutal. Ja, die haben dann keine zusätzliche Anpassungsfähigkeit mehr, noch Reserve, wo sie draus schöpfen können, ne? Weil die fahren körperlich sowieso schon am Limit und wenn dann was dazu kommt, was zusätzliche körperliche Kapazitäten erfordert, haben sie die halt nicht. Ne? Exakt, ja. Das ist echt cool. Wenn du dann in so einer Stresssituation bist, ne, dann ist es ja wahrscheinlich, es ist ja entscheidend, dass du deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit genau auch dahin bekommst. Ne? Also du wirst ja, ich meine, das trainiert man natürlich, indem man einfach viel fährt. Machst du aber noch irgendwas Spezielles, sagen wir mal Richtung, ob man es jetzt Mentaltraining nennen will oder Stresstraining, wie auch immer, machst du da neben dem im Auto sitzen, um da deinen Fokus dann auch jeweils dahin zu trainieren, das auch außerhalb noch in irgendeiner Trainingsform oder machst du ansonsten, sagen wir mal, hast du sonst noch irgendwas, womit du deinen Geist und dein Mentales trainierst? Ja, noch eine Frage. Also am Simulator ist diese beste Möglichkeit, sage ich jetzt mal. Du hast da auch sehr competitive Gegner. Da hast du auch immer zwei Kämpfe im Rennen. Und das ist halt da auch so, dass du einen Gegner hinter dir hast und einfach mit der Stresssituation klarkommen musst. Und ich sage mal, wenn du das jeden Tag üben kannst, wirst du einfach Pro da drin. Aber es gibt auch andere Dinge, die ich noch trainiere, wie Meditation, Yoga. Das lehrt dir halt auch viel, wenn du jetzt im Zweikampf bist oder gerade extrem viel Stress ausgesetzt bist, dass du mal wieder zurück zu dir findest, dass du tief durchatmest, deine Atmung hörst. Ja. Ja. Das gehört auf jeden Fall auch. Wir haben diese Woche haben wir im Team kurz drüber gesprochen, über das Konzept von Zeit. Ne? Weil Zeit ist ja total interessant. Manchmal geht die schnell vorbei, manchmal geht die langsam vorbei. Und wir haben dann alle gesagt,
ja, in diesen Phasen, wo wir das Gefühl haben, dass Zeit langsam vorbeigeht, hat man viel mehr Handlungsmöglichkeiten. Ne? Obwohl das Gleiche ja passiert. Hast du diese Situation auch, und ich meine, man könnte das ja auch als Flow bezeichnen oder so, hast du bestimmte Strategien, wo du es schaffst, bewusst dich in diese Situation auch reinzubringen, oder passiert das einfach so? Also ja, der Flow kommt mittlerweile, früher war es nicht so, da musste ich mich echt konzentrieren, aber mittlerweile ist der Flow, kommt der bei mir von alleine. Also wie du schon sagst, dass es so mäßig in Zeitlupe passiert, dass du viel mehr Handlungsmöglichkeiten hast. Das ist schon echt basic geworden, sage ich jetzt mal. Weil das jedes Mal, wenn du im Auto sitzt, und bist du direkt im Fokus. Ja, also ich stelle mir das halt auch so vor, wenn ich jetzt in deine Situation kommen würde und habe das noch nie gemacht und würde jetzt versuchen, so schnell zu fahren, vielleicht würde mir das sogar durch Zufall ja gelingen. Das könnte ja sein, keine Ahnung. Aber ich hätte überhaupt keine Kontrolle. So, ich würde halt fahren und es wird alles an mir vorbeifliegen, weil ich das noch nie so gesehen habe, diese Geschwindigkeit. Aber für dich ist es wahrscheinlich, du sitzt in dem Auto, fährst 250, keine Ahnung, wie schnell du da im Porsche sitzt, und fährst 300 von mir aus, fährst auf eine Kurve zu, und wo ich dann denke, boah, jetzt wäre aber langsam Zeit, mal zu bremsen, denkst du dir so, ja, also du kannst jetzt auch noch mir einen Kaffee bringen und eine halbe Stunde kommst du nochmal wieder und dann fange ich an zu bremsen. Mhm. Und dann bist du in der Kurve drin, und wahrscheinlich, ja, je besser du dich in diese Situation hineinversetzen kannst, desto langsamer es wird, desto besser kannst du ja auch in Zweikämpfen reagieren, ne? Also dann kommen dir wahrscheinlich, was wir dann im Fernsehen als 5 Zentimeter wahrnehmen, ist wahrscheinlich für dich auch immer noch ein riesen Platz. Ja, das ist, im Motorsport ist das so. Jetzt zum Beispiel, du kannst ja heutzutage sehr viel mit Daten auslesen, dass du dich gegen deinen Teamkollegen vergleichen kannst. Wo geht er ans Gas? Wo bremst er? Wie lenkt er ein? Und welche Curbs fährt er? Welche Curbs fährt er nicht? Das ist heute komplett alles lesbar, und da sprichst du manchmal von einem Bremspunkt von 3-4 Metern. So, wenn du da mit 2,80 ankommst, 3-4 Meter, also 3 Meter klingen zwar eher wirklich, wenn du hier so sitzt, jetzt schon etwas viel, aber wenn du jetzt im Auto mit 2,80 da angekachelt kommst, dann sind 3 Meter schon... nicht mehr so viel. Also jetzt jemand Normales würde plus minus 20 Meter bremsen, von Runde zu Runde, würde ich jetzt sagen. Wenn er es überhaupt schafft. Ja. Also es ist schon echt schwierig, immer konstant am gleichen Punkt zu bremsen, zum Beispiel. Ja. Schon echt schwierig. It is tough. Ja. Und wie viele Zentimeter oder so reden wir denn da? Weil bei euch ist es wahrscheinlich dann eine Zentimeterfrage. Also je später du halt bremsen kannst, desto besser ist es natürlich, ne? Aber es geht ja wahrscheinlich dann so um, also wie du auch eben schon gesagt hast, ich hätte das war für mich völlig neu, dass man Schnellkraft braucht, um zu bremsen, aber ist ja total logisch, wenn es dann nur um Zentimeter geht, ne? Dass du halt genau in dem richtigen Moment auch explosiv auf die Bremse treten kannst. Für mich dann als normaler Autofahrer, ja, bremse ich halt. Ne? Aber ist ja nicht so, dass ich jetzt so denke, so, ich muss jetzt sofort Vollgas, meine Muskulatur muss halt alles rausschießen, wie wenn ich springen würde. Ne? Das finde ich total interessant. Wie viel Zentimeter gibt es dann da pro Bremspunkt? Also was man noch dazu sagen muss, wir haben, weil du gerade gesagt hast, vom normalen Autofahren, wir haben keinen Bremskraftverstärker. Das heißt, wenn du jetzt im Auto reintrittst, trittst du vielleicht da mit 20 Bar rein und es bremst schon extrem. Und wir müssen so 80, 90 Bar drücken zur Kurve hin. Also es ist im wirklichen, also im Rennauto musst du halt wirklich extrem explosiv rein hin. Und ja, bei uns ist es gar nicht mal so die Zentimeter die Frage, sondern wie der Druck ist, der Druckverlauf. Der verändert sehr viel am Auto, wie das Auto sich verhält. Wenn du jetzt zum Beispiel zur Kurve kommst und komplett auf die Bremse drückst, das kannst du nur bis zu einem gewissen Punkt, weil das Auto dann auch anfängt, Geschwindigkeit abzubauen. Und zum Beispiel, wenn du jetzt komplett auf der Bremse stehst, geht das Auto hinten hoch. Und dann musst du langsam von der Bremse runterkommen, weil sonst passiert es, dass das Auto vorne unten ist, hinten hoch ist und die Hinterachse fängt an zu blockieren, weil hinten kein Gewicht mehr auf der Hinterachse liegt. Ja. Also es kommt auch sehr viel auf Fahrzeugbalance an, die du mit diesen Bremsen beeinflussen kannst. Ja, das heißt, du darfst auch nicht einfach nur blind Vollgas da drauf treten, sondern es muss auch in einer gewissen Form langsam ansteigend sein, bis du halt an einem Punkt bist, wo es auch besten nicht drüber hinausgeht. Nee, der erste Peak muss schon explosiv sein, aber der Release dann, der ist richtig, wie das Auto sich verhält. Ja. Es darf nicht zu schnell und nicht zu langsam sein. Ja. Sollen wir uns das hier mal angucken können? Ja, wir können das gleich mal.
sagen, was man sagen. Nein. Kannst du einfach die Situation beschreiben? Wir haben es. Ich kenne es nicht. Also Gerrit hat es gerade rausgesucht. Wut. Wut. Eskalation. Bom. Das ist eine Situation, wo der Bremspunkt zu spät erwischt wird, oder? Eigentlich bremst du da gar nicht so richtig. Ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Ich vermute, irgendwas mit der vorderen Aufhängung ist da hops gegangen. Du bist da einfach geradeaus anstatt durch die Kurve. Ja, ja. Und schon mehr von solchen Situationen in deinem Leben gehabt? Oder, mit Abflügen? Ja. Das ist Standard. Standard. Du fährst halt immer so mit dem Auto, wirklich komplett am Limit. Das Auto muss immer ein bisschen nicht driften, aber immer so ein kleinen Slide sein, dass du wirklich am Limit des Autos bist. Und dann ist es leicht, das Auto mal zu verlieren oder so. Ja. Im freien Training, im Rennen ist das dann... Im Rennen solltest du das nicht mehr machen. Im Rennen gibt es einen richtigen Einlauf, wenn das passiert. Ja, zu Recht. Ja. Wie fühlst du dich, also... Wird man besser darin, diesen Punkt zu spüren, wann es passieren kann? Oder gibt es immer noch Situationen, so wie du da sagst, ja, da weiß ich immer noch, also da war es jetzt vielleicht Materialschaden. Oder sagen, hast du auch Tage, wo du das besser fühlst oder weniger gut fühlst? Also das ist ja auch so eine Frage, ne? So Tagesform, spielt das eine Rolle? So, also kriegst du dich dann auch aus, wenn du jetzt morgens ausstehst und sagst, boah, heute fühle ich mich scheiße, irgendwie kacke geschlafen, Körper fühlt sich nicht gut an. Bekommst du dich dann aus so einer Situation trotzdem, einfach auch aus der Erfahrung, die du jetzt vielleicht schon hast, aber auch durch irgendwelche Trainingsmethoden oder Maßnahmen, trotzdem in eine Situation, wo du das immer bis an diese Grenze pushen kannst? Oder ist das von Tag zu Tag auch ein Unterschied? Also ich würde sagen, es ist ja auch streckenspezifisch. Also du hast Strecken, mit denen du einfach, wo du blind drauf losfahren kannst, weil du genau weißt, wie du zu fahren hast. Und es gibt halt Strecken, die kennst du halt noch nicht und dann musst du erst selber deinen Rhythmus finden, sage ich jetzt mal. Und wenn du halt schon einen festen Rhythmus hast und weißt, wo du bremst, wo du ans Gas gehst, fällt es dir viel leichter, das Auto am Limit zu bewegen. Aber klar, jeder Tag ist anders. Jeden Tag hast du einen anderen Mood, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch Tage, wo ich jetzt nicht so feinfühlig bin. Diese Feinfühligkeit brauchst du halt wirklich im Motorsport, um den Reifen, um die Strecke zu fühlen, wie gerade die Verhältnisse sind, weil die Verhältnisse sind beim jedem Mal rausfahren anders, bei jedem Mal. Und ich habe da auch so ein paar Tricks, wie ich so merke, wie ich wieder so feinfühliger werde, wenn ich jetzt so einen Tag habe, wo ich jetzt, sag ich mal, grob drauf bin, wie ich wieder feinfühliger bin, so sich selber besser zu fühlen, das Auto zu fühlen, wenn man im Auto sitzt, in der Boxengasse. Was machst du da konkret? So hast du ein, zwei Sachen, die du verraten darfst. Vielleicht auch nicht zu viel, wenn mal irgendwer anders das so... Ich würde sagen, wichtiges Ding ist, erstmal wieder auf seinen Körper zu hören. Also durch die Atmung zu spüren, wo ist die Atmung. So halt diese Basics. So sich selber zu fühlen, sich im Auto zu fühlen, das Auto, das Lenkrad anzufassen. So ganz kleine Dinge einfach nur. Und so Wahrnehmung, würde ich sagen. So Wahrnehmungsdinge. Ja, das heißt, du shiftest von sag mal, einem Problem, was dich jetzt gerade irgendwie beschäftigt oder Unwohlsein zu etwas, was du auf jeden Fall kontrollieren kannst und was du schon mal gespürt hast. Und was aber weggeht, switcht quasi den Fokus auf eine andere Situation oder also deine Aufmerksamkeit auf eine andere Situation, die eigentlich ja viel kleiner ist, also wenn du jetzt sagst, ich fühle, wie das Lenkrad sich anfühlt, ist ja was ganz anderes, als wenn du so ein Riesenproblem, sagen wir mal, der Start steht, fährst Richtung Start und dieses, alles, was drumherum ist, Zuschauer und keine Ahnung was und kriegst noch was aufs Ohr gesagt vom Funk oder, ne, aber deine Konzentration ist ja einfach was total Kleines, so, ja. Was total Feines. Ne? Ja, aber es ist total cool. Also das ist, glaube ich, auch das, was wieder besondere Athleten dann auch ausmacht, diesen Shift in jeder Situation, egal wie hoch der Druck ist und wie groß die Anspannung ist, dann halt das trotzdem zu können. Ne? Weil dich das dann ja in den Modus des Rennens bringt. Ja, absolut. Auch beim Rennstart, wie du gerade schon gesagt hast, dann dein maximaler Fokus ist wirklich komplett nur auf die Ampel, wenn diese Ampel in die Lichter ausgehen. Du merkst, alles, was drumherum ist, interessiert nicht. Ja. Das kriegst du gar nicht mehr mit. Ja. Manchmal passiert das auch, wenn du jetzt zum Beispiel im Rennen bist und so fokussiert bist auf dein eigenes Fahren. Es gibt ja mal so, wenn du jetzt irgendwie
abgekürzt hast oder wenn du irgendwie einen eingerempelt hast, sag ich jetzt mal, kriegst du eine Verwarnung oder Strafen und manchmal siehst du die gar nicht. Weil du so fokussiert bist nach vorne und mit wo du guckst, wo schaltest du hoch, um den perfekten Schaltpunkt zu haben und so Sachen, dann kriegst du manche Sachen von außen gar nicht mit. Ja. Dann ist es schon gut, wenn das Team Radio das sagt. Ja, das habe ich mich häufiger schon mal gefragt, wie man da überhaupt so gelbe Flaggen, rote Flaggen und so, da müssen ja schon, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man das nicht sieht. Ja. Also, ich meine, irgendwann wird man es wahrscheinlich gesagt bekommen oder so, oder aus irgendeinem Grund dann trotzdem mitbekommen, weil ein anderer Fahrer langsamer fährt oder so. Aber das habe ich mich schon immer gefragt, wie man das überhaupt bei so einer Geschwindigkeit und bei so einem Fokus überhaupt wahrnehmen soll, wenn da plötzlich hier links und rechts irgendwelche Fahnen geht. Ja, das hast du im Motorsport öfter, dass Leute sagen, ich habe bei Gelb überholt. Gelb heißt eigentlich Überholverbot, weil jemand zum Beispiel abgeflogen ist oder sowas. Warum hast du bei Gelb überholt? Ja, ich habe es nicht gesehen, weil ich so fokussiert war. Ich habe es einfach nicht gesehen. Und deswegen zum Beispiel bei der Formel 1 gibt es Lichtsignale, die direkt an der Strecke sind. So, die flashen dich, damit du das selber wahrnimmst. Ja. Genau. Okay, dann lass uns nochmal von dem Trainingsteil, körperlichen Training, mental haben wir jetzt gerade auch schon angesprochen. Was machst du, damit deine Tanks zum richtigen Zeitpunkt dann auch voll sind? Du hast ja eben hast du schon gesagt, wir sitzen alle hier und haben noch nichts gegessen. Also Fasten ist auch ein Teil deines Trainingskonzeptes anscheinend. Wie steuerst du, wenn du, sagen wir mal, wenn jetzt eine geplante Situation ist, du weißt, dass in 2 Wochen ist Rennen, wie schaffst du es, all deine Ressourcen dann auf einem maximalen, optimalen Level für das Rennen zu haben? Also was sind so die Sachen, die du machst, wenn ich dir sagen würde, in 2 Wochen ist Rennen? Wie sieht so dein Lebensalltag aus, unabhängig jetzt mal vom Trainingsprozess, den wir schon beschrieben haben? Da isst du zu einer bestimmten Zeit Kohlenhydrate? Musst du noch Gewicht machen bis zum Rennen? Wie sieht so der Plan dann aus? Aber wie ich schon gesagt habe, mein Körpergewicht ist on the edge jetzt im Motorsport, weil ich halt so groß bin. Und ich sehe zu, dass ich immer vorm Rennen sehr viel Obst und Gemüse esse. So, das ist mir sehr wichtig. Aber sonst halt, also halt im erhöhten Maße Obst und Gemüse. Aber sonst bei mir immer die Basics, auch vorm Rennwochenende. Das heißt viel Eiweiß, viel Fett und relativ wenig Kohlenhydrate. Ja. Jetzt nicht. Ich habe so Wochen, wo ich sage, ich bin ketogen unterwegs, wo ich sage, ich verzichte auf Kohlenhydrate, aber wenn ich jetzt näher zum Rennen komme, mein Rennen ist eine halbe Stunde und da funktionieren Kohlenhydrate besser, dann sehe ich halt zu, dass ich schon ein paar Kohlenhydrate esse. Dass ich zum Beispiel 2 Tage vor dem Rennen halt meine Ressourcen an Kohlenhydraten wieder auffülle fürs Rennen. Ja. Und dann aber am Renntag selber wahrscheinlich ja dann nicht mehr so viel, sondern dass du dich dann von der Verdauung her relativ leicht fühlst wahrscheinlich. Ja, bei uns ist es so, wir haben freitags freies Training, Samstag Qualifying und Sonntag das Rennen. Und ich sehe halt zu, dass wenn die Session vorbei ist, dass ich mir halt schnelle Kohlenhydrate durch Obst zum Beispiel hole und dann am Abend vielleicht noch ein kleines bisschen Kohlenhydrate, ein paar Kartoffeln oder sowas. Aber jetzt auch nicht im Riesenmaße. Ja. Und Fasten tust du dann nur in besonderen Situationen, wo du Zeit hast, oder gehört das auch zu einer normalen Woche dazu? Beispielsweise Rennen ist jetzt vorbei und montags ist dann, guckst du, dass du dann halt einen Fastentag hast, oder machst du das immer dann, wie du Lust hast, oder gibt's also da? Ich schon seit 2 oder 3 Jahren verfolge ich die ganze Zeit 16:8 Fasten. Fühle mich damit einfach besser. Auch fahre ich freies Training oder Rennen sogar auf gefasten Magen, weil ich das Gefühl habe, ich bin fokussierter. Und ich weiß nicht, das muss man mal ausprobiert haben, Fasten. Ich habe das so, wenn ich frühstücke, Mittag esse und Abend esse, jetzt zum Beispiel sehr früh frühstücke und spät Abend esse, da komme ich nicht mit einem Kaffee hin am Tag. Ich weiß nicht warum, aber ich werde müde. Das ist wirklich strange. Und wenn ich jetzt zum Beispiel faste und erst ab Mittag loslege zu essen und abends aufhöre, dann reicht mir morgens ein Kaffee und der ist den ganzen Tag. Das ist so das Krasseste, was ich gemerkt habe. Wenn ich
früh anfange zu frühstücken und spät noch Abendessen. Ja, du hast also das Gefühl, du bräuchtest zusätzliche Energie, obwohl du ja schon mehr Energie über Essen bekommen hast. Ja. Ja. Und ich denke auch, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückschaut, wo die Menschen noch jagen mussten für Essen, die waren früher, wenn du hungrig warst, warst du fokussiert. Also wenn du nichts im Magen hattest. Du warst fokussiert zu jagen und dir was zu essen zu kriegen. Und ich denke, das ist für mich als Rennfahrer zum Beispiel ist es gut, wenn ich jetzt ein freies Training habe, zum Beispiel morgens, dass ich auf leeren Magen fahre, weil ich mich sowieso generell mehr Energie habe, weil mein Körper nicht beschäftigt ist mit Verdauen oder sowas. Und ich bin fokussierter. Ja. Das habe ich gemerkt. Ja, du hast ja das, was du angesprochen hast mit dem Jagen, ist ja total interessant, weil du der Hunger ist ja quasi der Antrieb dafür, dass man auf die Jagd geht. So, das heißt, du musst ja erstmal, wenn du Hunger hast, anfangen, dich zu bewegen. Ja. Also es kommt ja eigentlich Hunger, Bewegung und dann Essen. Und das ist ja heute einfach, macht ja kaum einer mehr. Ja. Also wann wird vor dem Essen noch sich bewegt? Ne, und dann ist das erste Signal, also und Hunger ist ja auch eine Skala, ne? Also Hunger kann ja, ich habe gerade ein bisschen Appetit und ich habe wirklich Hunger. Ja. Das ist ja schon, ein bisschen, da liegen ein paar Stunden dazwischen, ne? Mhm. So das, was halt häufig gemacht wird, ist ja, ich habe Appetit und dann wird direkt reingeschaufelt und nach einer halben Stunde denkt man sich, boah, ich bin ja immer noch müde oder ich bin schon wieder müde, jetzt brauche ich einen Kaffee oder wie du das auch schon so beschrieben hast, das musst du halt immer wieder Energie irgendwo herbekommen, weil dein Gehirn sagt, ich brauche Energie und gar nicht mehr auf den Körper, auf die Energie, die schon im Körper drin ist, gar nicht mehr zugreifen kann. Ja, ich habe das auch, dass ich, wie gesagt, morgens Ausdauer immer auf leeren Magen, also ich esse nie was vom Ausdauertraining. Meiner Meinung nach performe ich auch besser beim Ausdauertraining, wenn ich nichts vorher gegessen habe. Ja. Wie viele Stunden, sagst du, brauchst du, um quasi das Gefühl zu haben, also du hast ja gesagt 16:08, das heißt normalerweise würdest du wahrscheinlich am Abend irgendwann was essen, weiß ich nicht, zwischen 18 und 20 Uhr wahrscheinlich oder so. Mhm. Und dann am nächsten Morgen hast du die erste Trainingseinheit und dann isst du was danach. Wenn du jetzt aber Rennzeiten hast, und ich weiß nicht, was deine Rennzeiten so sind, wenn du jetzt aber 14 Uhr Rennzeit hast, wie machst du das dann? Also ich passe das immer an. Wir kriegen vorher den Zeitplan, ein paar Tage vorher, und dann kann ich von da an das anpassen. Ja. Und dann machst du, dann gibt es schon Tage, wo du dann quasi frühstückst, aber dann halt wieder 6 Stunden nichts isst bis zum Rennen oder so. Ja, oder dass ich dann halt frühstücke, Mittag esse und dann direkt, wenn die Session vorbei ist, dann ist es um 16 Uhr vorbei, dass ich von da an nichts esse. Ja. Klar, viele sagen auch, wenn du jetzt nicht frühstückst oder so, die sagen, ey, warum isst du nichts? Du musst doch was essen vor dem Fahren. So die typischen Gespräche halt. So wie früher. Junge, du kannst nicht aus dem Haus gehen, ohne was gefrühstückt zu haben. Das ist nicht gut. So Sachen. Aber also ich bin ein großer Fan vom Fasten, nur ich sagen muss. Vorher dachte ich, ich weiß nicht, weil hört sich irgendwie schon komisch an für einen Sportler. Also man hört die ganzen Sportler immer, du musst rundum Protein essen, wenn du jetzt irgendwie Hunger hast oder so, oder ein paar Stunden keine Proteine dir zuführst, baust du Muskeln ab und so Sachen, aber das stimmt nicht. Also ich bin nicht der Meinung. Ja. Und wie du schon sagst, du hast ja wahrscheinlich auch erstmal so reagiert, weil ich weiß ja nicht, ob es Gerrit war oder jemand anders, der dir vom Fasten irgendwie erzählt hat. Dein erster Gedanke war ja nicht, ja, mach ich aber jetzt sofort jeden Tag. So, sondern du musst ja irgendwie, musst du ja gesagt haben, okay, ja, das hört sich schon plausibel an, warum man es mal versuchen sollte. Wie lange hat es denn gedauert, bis du gemerkt hast, okay, das bringt mir wirklich was? Also es fing eigentlich an damit, dass der Gerrit mir auch geraten hat, mach mal Ausdauertraining auf leeren Magen und guck, wie der Progress ist. Und ich habe, wie gesagt, dann direkt gemerkt, dass meine Ausdauerperformance besser wurde. Und von da an fing es an mit dem Fasten. Ja, das heißt, das war schon relativ unmittelbar, weil normalerweise ist ein Athlet ja so, wenn es nicht funktioniert, dann macht das auch nicht weiter. Man muss halt etwas Neuem ja eine ehrliche Chance geben, aber hast du dir so gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal 4 Wochen oder 2 Monate oder hat es wirklich schon nach einer Woche, hast du schon gedacht, okay, das ist so gut, da brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken, das mache ich einfach weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang der Zeitraum war, aber wir haben vorher und nachher eine Fettmessung gemacht und die wurde auch besser. Also das Körperfett hat sich besser verteilt und wurde halt generell weniger. Und das hat mit dazu geführt, dass ich gesagt habe, ey, das macht Sinn, das funktioniert bei mir, das behalte ich bei. Ja.
Und jetzt bist du ja viel unterwegs, ne? Du bist ja als Rennfahrer wahrscheinlich, wenn du schon sagst, du bist im Mittleren Osten schon gefahren, also dann bist du ja eigentlich weltweit unterwegs, ne? Wie hast du dann die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, was du essen kannst? Also, ne, hast du eine Möglichkeit, deinem Team zu sagen, ich möchte jetzt das und das da haben vor Ort? Oder habt ihr einen Koch, der für euch kocht? Oder musst du halt dich selber darum kümmern? Oder bist du einfach auf Hotelessen angewiesen und guckst, dass du das Beste, was da ist, dann davon rausnimmst? Weil es ist ja, stellt mir das schon schwierig vor, wenn du das halt nicht selber beeinflussen kannst, dann auch wirklich auf Track zu bleiben, das, was du halt eigentlich haben willst. Ja, es ist nicht immer leicht. Also es ist auch unterschiedlich. Mal sind wir im Restaurant, mal gibt es Catering, mal bestellen wir. Das ist nicht immer leicht, das hinzukriegen. Aber wenn du wirklich den Willen hast, das durchzuziehen, die Ernährung, ist meine Meinung, dann schaffst du das auch. Weil egal wo ich bin, gestern Abend, wann war es gestern? Vorgestern haben wir Essen bestellt, sondern gab es da, glaube ich, einen Grillteller mit Pommes. So, wenn du dann anrufst, sagst du einfach, ich möchte statt Pommes einfach mehr Salat. Oder wenn du beim Catering bist, dann bittest du dir halt darum, statt, weiß ich nicht, Reis einfach Salat oder gemischtes Gemüse dahin zu legen. Weil es ist halt immer so, die Leute, ich kann es mir vorstellen, dass die Leute dann sehen, ah, da sind Reis drauf, ist jetzt zwar nicht so geil, aber komm, machen wir trotzdem. So, die denken gar nicht danach, nachzufragen, ey, können wir den Reis skippen und kannst du mir vielleicht Vegetables da draufhauen? Ja. Ja, und das ist Aber ich glaube, aber. das ist auch, weil Kohlenhydrate ziehen einfach an, ne? So ein Mensch. Ja, das ist, glaube ich, bei Ja. jedem so, ne? Auch generell Fast Food und sowas, das Ja. sind halt Sachen, die ziehen die Menschen an. Und die sagen, viele Leute sagen sich dann lieber, na gut, wenn es drauf ist, dann ist drauf. So die Ja. leichtere Variante. Naja, weil alles, was schon da ist, das macht man nicht weg, ne? Da gibt es ja vielfältigste Beispiele für, dass man das dann nicht einfach mal ändert, wenn es sowieso schon da ist, ne? Ja. Das ist ja auch eine Verkaufsstrategie. Glaubst du, dass es bei dir deswegen so gut funktioniert? Weil so wie ich dich einschätze und auf dem Level, wo du fährst, musst du das ja auch sehr gut also durchhalten können, auf diese Sachen eben zu verzichten. Aber wie du auch schon gesagt hast, ist ja jeder fühlt sich davon angezogen. Ne? Fällt es dir deswegen leichter, weil du deine Ziele so klar hast, also weil du genau weißt, wo du hin willst, weil das Teil deines Jobs ist oder weil du auch merkst, wenn du es nicht machst, dass deine Performance halt deutlich darunter leidet. Oder sagst du, bist auch besser daran geworden, also es fällt dir leichter, den Versuchungen zu widerstehen? Also, was ich immer merke, wenn ich jetzt im Urlaub war oder so und auch mal gesündigt habe, und das passiert im Urlaub schon stark, dann sind diese Cravings, die ich dann immer wieder dahin habe, dass ich wieder Carbs essen will oder dass ich wieder Süßigkeiten haben will. So die ersten Tage sind echt tough. Und wenn du einmal diesen Drive wieder hast, fällt es dir leicht. Ja. Also, ich merke das immer, wenn ich dann vom Urlaub komme. So, dann gucke ich dann schon nochmal in den Süßigkeiten-Schrank, noch manchmal schon nochmal so. Aber wenn ich dann einmal wieder im Modus bin, dann gehe ich wieder den kompletten Weg. Ja. Also es ist halt, jeder fühlt sich dahin angezogen. Aber bei mir ist es halt auch, wie du gesagt hast, bei mir ist es der Job, der mich so motiviert, so viel Sport zu machen und auch auf meine Ernährung zu achten. Aber auch die Gesundheit. Also ich fühle ich mich besser. Ich bin weniger müde, wenn ich mich gut ernähre. Und ja, das ist mir auch halt wichtig. So viele Leute, die fahren halt in Urlaub und snacken sich von vorne bis hinten zu, lunzen sich einen rein abends. So, aber da verpasst du alles vom Urlaub, weil du den ganzen Tag nur müde bist wie soll ich sagen, vom Verarbeiten vom ganzen Essen. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich dir nur zustimmen. Das ist auch aus meinem Gefühl so, ne? Also wenn ich bei Oma früher ins Kuchen gab, dann hat man nicht Nein gesagt, weil es einfach auch, ne, weil es gehört halt einfach zu dem Ding dazu. Aber wenn man halt auf der anderen Seite halt total klar ist in seinen Zielen, wo man hin will, dann fällt es einem in seinem normalen Alltag eben außerhalb dieser besonderen Situation, und die bleiben dann immer noch eine besondere Situation, halt auch einfacher, das dann halt durchzuziehen. Ja, ich denke, bei mir ist auch sehr, sehr wichtig, sag ich jetzt mal, eine Lebens- und Enjoy-Balance. So, dass du, nee, anders, dass du dir auch mal so gesehen was gönnst. So, dass du nicht die ganze Zeit strikt durch bist, dass du auch mal das isst, worauf du Bock hast. So sei es einmal die Woche, so oft, wie du es halt brauchst.
Jetzt nur nicht hier halt jeden Tag, wenn es eskaliert. Ja, aber dann ist es halt nichts mehr Besonderes. Ja, genau. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig bei dem ganzen Thema Ernährung und Essen. Das hat ja auch diese soziale Komponente oder diese Wohlfühlkomponente, dass du das einfach brauchst im Kreise deiner Freunde oder Familie oder so. Da will man jetzt ja auch nicht anfangen und sagen, nee, jetzt nehme ich aber hier keine Pommes, sondern ich möchte jetzt bitte noch zusätzlich Salat. So. Wenn das halt in so einer gemütlichen Runde halt einfach ist. Ne? So, man will sich auch einfach mal diese Freiheit gönnen, einfach gerade mal nicht darauf fokussiert zu sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dieses Wechselspiel halt immer hat. Und das hast du ja auch, das Gleiche hast du ja beim Training auch. So, du hast eine harte Trainingsphase und danach machst du wieder eine ruhige Trainingsphase. So. Also, ja, das Schwierige ist halt, das mit dem Kopf hinzukriegen. Ja. Also ich ertappe mich dabei auch oft auch selber, dass ich mir sage, okay, heute gönnst du dir mal was, wenn du irgendwie mit Familie bist, ob du mit Freunden bist oder so, und dann am nächsten Tag sagst, oh, you fucking idiot. Warum hast du das gemacht? So, dass du dir schlecht vorkommst und sowas. Ja. Also es ist schon wirklich schwierig, das mit dem Kopf zu vereinbaren, dass du dich dabei gut fühlst. Ja, weil das bei dir auch, glaube ich, wahrscheinlich so ist, dass du halt keinen hast, der dich da kontrolliert. Ne? Also du bist ja für dich selber verantwortlich. Ich weiß nicht, ob du einen Oberchef-Trainer hast, der sich alles anguckt, aber ich schätze mal nicht, weil du hast einen Trainer, der kümmert sich um deine körperliche Fitness, dann hast du vielleicht noch einen Motorsportleiter oder einen Teamchef, je nachdem, welchem Team du fährst, aber da geht es ja dann nicht darum, was du gerade isst, ne? Sondern das ist ja eigentlich dein Job, das so gut hinzubekommen, dass du halt nachher einfach die Chance bekommst, in den Autos, wo du fahren willst, auch zu fahren. Ja, das muss ich alles selber managen und deswegen bin ich auch sehr, sehr strikt mit mir selber, weil ich bin so gesehen der sich gönnt, aber auch gleichzeitig der sich in den Arsch tritt, wenn es zu doll eskaliert, weil du weißt, was ich meine. Ja, das ist ja auch dann im Prinzip, ja, ist es ja auch dein Kapital, ne? Also das, was du, dein Körper und das, was du vom Kopf her da auf die Platte bringen kannst, wenn es darum geht, ist ja auch das, was nachher im Wesentlichen beeinflusst, ob du damit auch Geld verdienen kannst und irgendwo auch in die Regionen kommst, was das Leistungsniveau angeht, wo du auch mal hin willst. Ne? Absolut, ja. Ja. Was sind so deine nächsten Ziele? Also du hast gesagt, dieses Jahr fährst du Porsche. Ist das so der normale Verlauf, wenn du jetzt, also klar, man könnte jetzt auch denken, von der Formel 4 zur Formel 3 geht es dann zur Formel 2 und zur Formel 1. Ist das normal, dass man so einen Abstecher macht oder gehört das sowieso generell dazu und es gibt gar kein durchgängiges System im Sinne von, dass man in der Formel 1 bis 4 bleibt oder machen das viele, dass sie dann auch, sagen wir mal, Tourenwagen fahren oder irgendwelche anderen Rennserien? Also es ist halt abhängig von Geldgebern. Also leider ist der Motorsport der teuerste Sport der Welt geworden. So, und um in die Formel 1 zu kommen, brauchst du zweistellige Millionenbeträge. Und wenn du da keine dicken Investoren hast, wirst du es nie dahin machen. Und so, da habe ich mir selber gesagt, realistisch, ich bin die Formel 3 gefahren, um fahrerisch mich weiterzuentwickeln. Auch auf die Hoffnung, noch Sponsoren zu finden, aber es hat sich leider nicht gedeckelt, weiter aufzusteigen. Und ich habe sehr viel gelernt da. Ich bereue auch nicht die Zeit, aber es gibt jetzt auch noch andere Rennserien, wo du es leichter hast, also wo es leichter, weniger Investment ist und du es leichter hast, aufzusteigen in professionellen Motorsport, dass du irgendwo Werksfahrer wirst und beim Werk unterkommst, sei es bei BMW, Audi, Mercedes. Oder ja, das heißt, gerade fährst du auch für unterschiedliche Marken und also jetzt gerade klar Porsche, ne? Aber wenn jetzt jemand anruft, kann sein, dass du morgen im BMW sitzt und übermorgen im Mercedes, oder ist das so, dass man schon, sagen wir mal, man ist in einem Bereich bekannter und hat mehr Connections und dann bleibt es auch eher bei einer Marke. Ne? Klar, es kann mal sein, dass ein Team anruft und sagt, ey, pass auf, ein Fahrer ist uns ausgefallen, übernimm du das Cockpit am Wochenende, das kann immer passieren. Ne? Ja. Macht das einen großen Unterschied? Von Auto zu Auto? Ja sehr. Also der Porsche, den ich jetzt fahre, der ist wirklich extrem schwierig zu fahren. Das ist ja ein Porsche Carrera Cup, das ist alles Einheitsautos, also das heißt, alle kämpfen so gesehen mit den gleichen Voraussetzungen. Und das macht halt die Leistungsdichte auf jeden Fall sehr tight. Und das Auto ist sehr schwierig zu fahren, weil das einen Heckmotor hat. Und das ist von der Fahrphysik anders als die meisten Autos, weil die Motoren vorne haben. Und das muss man erstmal fahrerisch verstehen, wie man das Auto bändigt, um wirklich am Limit zu bewegen. Und da bin ich im Moment noch dabei und brauche auch, denke ich mal, dieses Jahr noch, um eins mit dem Auto zu werden, dass ich nächstes Jahr hoffentlich im Titel fahren kann. Ja, wann soll die Saison bei euch losgehen? In 2 Wochen. In 2 Wochen. Oh ja. Yeah.
Ja, das ist, wo geht's da hin? Welchen Ort fahrt ihr? Nach Le Mans. Nach Le Mans direkt. Ja, ja, direkt, also, das direkt, direkt das größte Rennen zum ja. Start. Ja, ich sehe auf deiner Webseite, die ja, die mir übrigens sehr gut gefällt, muss ich ja ein Kompliment für machen, dass du in Bahrain ja dieses Jahr auch schon gefahren bist und da steht was von einem sensationellen Sieg. Kannst du mal was da zu dem Rennen vielleicht erklären? Das war wahrscheinlich, war das erste Mal, dass du Porsche gefahren bist, dann auch im Mittleren Osten dieses Jahr, oder war das, hast du vorher auch schon Erfahrungen gehabt? Also es war das erste richtige Porsche-Rennen, was ich hatte. Ich hatte vorher nochmal so einen Gaststart, aber das war jetzt nur um mal zu gucken, taugt mir Porsche oder nicht. Und das war das erste richtige professionelle Porsche-Rennen, was ich hatte und direkt einen Sieg abgeräumt. Und das war auf jeden Fall genial, das kann ich sagen. Das war legendär. Gerade noch im Mittleren Osten. Wie ist das Niveau da? Ist das generell schon gut? Also wenn du sagst, das machen viele im Winter da zu fahren, dann wird das Niveau ja auch nicht schlecht sein, ne? Also jetzt der junge Mann, der gerade neben mir auf dem Bild stand, auf der linken Seite, der ist jetzt am Wochenende ist der Dritter geworden im Porsche Supercup. Das ist so gesehen die Weltmeisterschaft im Porsche. Der ist Dritter geworden. Also es waren schon gute Fahrer da. Ja. Und bist du generell ein Fan davon, das dann in Serien zu fahren, wo man mit den gleichen Mitteln kämpft? Weil in der Formel 1 ist es natürlich so, wenn du, da gibt es ja schon große Unterschiede zwischen einem guten und einem schlechten Auto. Und da hängt es dann nicht so sehr vom Fahrer ab, ob man vorne oder hinten landet. Ja. Ist das was du generell bevorzugst, dass du sagst, ich möchte auch mit gleichen Mitteln möglichst gegen andere kämpfen? Weil ich meine, auch bei euch wird es ja wahrscheinlich so sein, dass es immer noch Feinheiten gibt in der Einstellung des Autos und so. Das ist ja auch nicht gleich. Und dann gibt es ja schon wahrscheinlich auch Unterschiede, welchen Mechaniker du hast und wie gut die Ingenieure sind trotzdem. Aber ist das so, dass du sagst, eigentlich finde ich das gut, dass alle in Porsche Carrera fahren und man daraus dann so gucken muss, wie man es am besten optimiert, oder sagst du, ja, finde auch Serien gut, wo unterschiedliche Marken am Start sind und dann gibt es aber deutlich große Unterschiede. Also ich bin ein Fan von diesem Porsche Carrera Cup, weil es gibt ja den Satz, möge der Beste gewinnen. So, und das ist auf jeden Fall sehr nah da und ja, also ich mag sehr die Serie. Boah, was soll ich sagen? Was war die andere Frage? ja, das geht so ein bisschen dahin, dass du sagst, ob das grundsätzlich so eine Geschichte ist, dass du sagst, ich möchte lieber im gleichen Auto sitzen wie jemand anders und zeigen, dass ich der bessere Fahrer bin. Oder willst du deinen, sag mal, maximalen Erfolg haben halt mit dem besten Auto dann? Ne? Also wenn du jetzt in Formel 1 fahren würdest, würdest du lieber Formel 1, das ist eine dumme Frage eigentlich, aber würdest du lieber Formel 1 fahren, mit der Gefahr, dass du halt ein schlechtes Auto hast und nicht zeigen kannst, wie gut du fahren kannst. Oder du fährst im Porsche Supercup mit den gleichen Mitteln, aber kannst halt voll zeigen, dass du der beste Fahrer bist und bist deswegen nachher Weltmeister. Also einer der Gründe, warum ich mich für den Carrera Cup entschieden habe, war, gerade weil die Leistungsdichte so eng ist, dass du dich fahrerisch extrem entwickeln kannst. Weil, wie schon gesagt, alle kämpfen mit den ähnlichen Mitteln, nicht wie in der Formel 1 und du weißt direkt, wo du stehst, wo deine Performance ist, woran du arbeiten musst. Weil wenn du nicht performst, wird dein Teamkollege schneller sein und dann kannst du diagnostizieren, woran es liegt, sage ich jetzt mal, und dich selber weiterentwickeln. Und Motorsport ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft. Und Leidenschaft verbinde ich auch mit Erfolg. Und das finde ich traurig in der Formel 1, wie du schon sagst, dass es da keine, dass die nicht die gleichen Mittel haben, sei es finanziell, dass manche Teams 400 Millionen investieren, um das Auto zu entwickeln, andere nur 10 Millionen, 15 Millionen. Das finde ich traurig und um ehrlich zu sein, ich würde nicht gerne in der Formel 1, also ich wäre lieber im Porsche Carrera Cup erfolgreich und mit Spaß dabei, anstatt mit der Formel 1 da hinten rumzugurken. Ja. Also das würde ich nicht wollen. Ja, das ist schon ein cooles Statement. Ich glaube, die Zeit ist auch schon relativ weit fortgeschritten. 2 Minuten haben wir noch. Zum Abschluss, was sind so die, sportlich haben wir jetzt gesagt, was du so für Ziele hast, was sind so Entwicklungsschritte im Bereich Training, Ernährung oder was auch immer, was du jetzt vielleicht auch hier im Mojo-Institut kennengelernt hast oder so, was noch so Entwicklungsstufen sind, wo du sagst, okay, das hatte ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm, da will ich aber auch noch einen Progress für mich machen. Also generell ist halt immer die Weiterentwicklung für mich als Athlet, Ausdauer aufzubauen, Kraft noch was dazu zu holen, Explosivität dazu zu holen.
Aber im Moment geht es halt wirklich bei mir maximal nur darum, mit dem Porsche eins zu werden. Das ist so der letzte Parameter, der mir fehlt, um wirklich erfolgreich zu sein. Und daran arbeite ich im Moment sehr viel am Simulator. Ja, das heißt, du fühlst dich sonst generell schon so, was alles andere drumherum betrifft, weil es jetzt auch 3 Jahre wirklich intensiv vorangetrieben hast. Auch im Vergleich vielleicht zu anderen dann deutlich besser aufgestellt, als das liegt jetzt gerade mehr am Fahrerischen. Ja, ja, also ich bin ehrlich, ich muss fahrerisch auf jeden Fall noch Schritte machen, weil ich sehe mich physisch und psychisch als sehr stark an, wenn ich meine Konkurrenten sehe. Jetzt ohne negativ zu sagen, aber ich bin auf jeden Fall sehr gut vorbereitet und habe sehr viel Arbeit da reingesteckt. Und wie gesagt, fahrerisch ist das Einzige, woran ich jetzt noch die letzten Steps holen muss. Ja, cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg jetzt beim Porsche fahren und dass du auch wirklich eins mit dem Auto werden kannst. Und dann sind wir alle hier gespannt, wie es dann weitergeht und hoffentlich dann trotzdem regelmäßig hier zu sehen, wenn du mal wieder Zeit hast, dass du mal vorbeikommst. Oh yeah, klingt gut. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Fertig.